Yo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sally-Willisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und er ist wieder zurück. Der kostenlose Elegy für 904.000 Dollar verkaufen Glitch. Super einfach, solo und geht schnell. Was braucht ihr dafür? Natürlich eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt dann einen kostenlosen Elegy und ihr braucht einen RC Bandito. Und dann können wir mit dem Glitch schon anfangen. Und zwar bereitet ihr einfach nur alles vor, indem ihr einfach euren Spawnpunkt auf Arena-Werkstatt setzt und im Hintergrund einfach die Netzwerkeinstellungen, dass ihr das Internet kappen könnt, dann einfach mit Doppel-Playstation-Taste zurück zu GTA Online. Habt ihr das dann? Dann geht ihr jetzt zu eurem RC Bandito, drückt einmal die Steuerkreuztaste nach rechts. Wenn dann der Mechaniker anfängt zu reden, drückt ihr die Doppel-Playstation-Taste, macht das Internet raus, dann macht ihr das Internet wieder rein, drückt wieder die Doppel-Playstation-Taste, geht zurück zu GTA. Ihr habt einen ganz kurzen schwarzen Bildschirm und bekommt diese Meldung hier. Diese Meldung nehmt ihr jetzt einfach nur an und ihr werdet dann in den Story-Modus geladen. Seid ihr im Story-Modus, drückt ihr die Optionstaste, geht auf Online, GTA Online spielen, Sitzung für Spieler mit Einladung und wartet dann, bis ihr in GTA Online gespawnt seid. Seid ihr in GTA Online gespawnt, lauft jetzt einfach nur zu eurem kostenlosen Elegy, steigt in diesen ein, drückt die Steuerkreuztaste nach rechts, ihr bekommt sofort die Tunings-Option, keine Einfahranimation. Und jetzt verkauft ihr das Fahrzeug ganz einfach. Habt ihr das Fahrzeug verkauft? Dann bekommt ihr jetzt ganz einfach einen schwarzen Ladebildschirm, der unendlich lang ist. Jetzt joint ihr einfach nur eine random Person nach, in einem anderen Zielmodus. Die erste Meldung bestätigt ihr, die zweite Meldung lehnt ihr ab. Und ihr sitzt dann in eurem Fahrzeug, welches ihr gerade verkauft habt. Jetzt drückt ihr die Steuerkreuztaste nach rechts zum Modifizieren. Ihr bekommt die Einfahranimation, aber euer Fahrzeug steht gefreezed da. Das heißt, es fährt nicht rein. Ihr wartet jetzt einfach nur kurz und dann habt ihr auch schon die Tunings-Option. Jetzt geht ihr einfach nur auf Aufrüsten, geht auf Elegy Retro Custom, bestätigt aber nicht. Ihr bleibt einfach nur dort. Für ca. 5 Sekunden habt ihr dann so lange gewartet. Dann drückt jetzt einfach nur Kreis, Kreis. Geht auf Werkstatt verlassen, ihr bekommt einen schwarzen Ladebildschirm und wenn dieser verschwunden ist, steht oben rechts schon dran, dass ihr 904.000 Dollar bekommen habt. Nun ist es aber so, wegen dem Daily Sell Limit, verkauft in der Stunde nur maximal 2 Fahrzeuge und innerhalb von 30 Stunden maximal 7 Fahrzeuge, damit ihr nicht ins Verkaufslimit kommt, also nicht in den dass ihr nicht vom Anti-Cheat-System erwischt werdet. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Wenn ihr richtig krass drauf seid, zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Und wenn ihr Ehrenmänner oder Ehrenfrauen seid, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.